Mr. Holmes, Dr. Watson, ich bin so erleichtert, dass sich alles geklärt hat. Der Inspektor teilte mir mit, dass Sie in diesem Fall nicht so nützlich waren, wie Sie hofften, aber Sie haben Ihr Möglichstes getan und dafür bin ich Ihnen dankbar. Der gute Lestrade. Nun, der Inspektor reduzierte meine Rolle in dieser Angelegenheit absichtlich, damit ich Ihnen ein Geheimnis enthüllen konnte. Ich wünschte, James, ich meine Lieutenant Harrington, könnte jetzt hier sein, aber... Er musste leider in einer dringenden Sache nach London. Aber wie konnten Sie das wissen? Wissen ist mein Geschäft, Mrs. Bromsby, deshalb kann ich Ihnen auch vom Fall des silbernen Ohrrings erzählen. Alles begann an diesem traurigen Nachmittag, an dem Ihr Geburtstag gefeiert werden sollte und der mit dem vorzeitigen Tod Ihres Vaters endete. Miss Bromsby, Sie haben Ihren Vater nicht ermordet. An diesem Tag küsste ich Ihre Hand und nahm nicht die geringste Spur von Schießpulver wahr. Ich entdeckte hingegen Pulverspuren an der zweiten Seitentür, die beweisen, dass der Schuss von dort abgegeben wurde. Sie wurden nicht bei dieser Tür gesehen. Aber wohin ging der Mörder nach dem Schuss? Jeder, der durch den Seiteneingang hinausgehen wollte, fand ihn verschlossen vor. Zeugen und anderen Beweisen zufolge konnte keiner der Gäste der Mörder gewesen sein, da sie sich alle im Ballsaal befanden. Niemand konnte durch den Dienstboteneingang hinaus und Spuren bestätigen, dass niemand über die Treppe entkommen konnte. Die Fenster in der Küche sind wie im ganzen Haus vergittert, stellen also auch keine Fluchtmöglichkeit dar. Hat er sich also in Luft aufgelöst? In der Tat verließ eine Person den Ballsaal und ging zum Küchenflur. Er traf sich sodann mit seinem Komplizen, der kein geladener Gast war. Dieser Komplize war professioneller Schauspieler, der unserem fehlenden Gast ähnelte und wie er gekleidet war. Dieser Gast versteckte sich im Schatten einer Statue und wartete auf seinen Moment. Inzwischen spielte der Zwilling seine Rolle im Ballsaal und lieferte dem Mörder so das perfekte Alibi. Als der Mörder den Applaus hörte, verließ er sein Versteck, zielte, feuerte den Schuss ab und traf sein Ziel. Es ist wichtig zu wissen, dass die Funktion des Schauspielers auf dem Gut wohl vorbereitet war. Er sicherte sich den Zutritt, indem er vorgab, ein französischer Oberkellner zu sein. Dank dieser Stellung konnte er die anderen Bediensteten überreden, lange Tischdecken zu nutzen und die Tische höchst merkwürdig anzuordnen. Nach dem Schuss mischte unser Schauspieler sich erst unter die Menge und kroch dann, versteckt unter den Tischen, zur anderen Seite des Raums. Als er an der Seitentür ankam, kroch er unter den letzten Tischen hervor und tat so, als wäre er zu Boden gestoßen worden. Beim Aufstehen hielt er sich an einem Stuhl fest, wobei ein kleiner Fetzen seines schmutzigen Handschuhs hängen blieb. Als er bei der Tür ankam, die vom Mörder zugehalten wurde, verwendete er ein vorher verabredetes Klopfzeichen und wurde eingelassen. Er ging durch den Korridor, während sein Partner die Tür weiterhin zuhielt. Der Schauspieler entledigte sich seines Kostüms und warf es in den Müllschacht. Er stahl zwei Flaschen exquisiten Whiskys und schlich nach draußen. Der Mörder wartete einige Minuten, um, kurz bevor sich die Aufregung legte, in den Ballsaal zurückzukehren. Daher haben wir ein Verbrechen, das von jemandem begangen wurde, von dem alle schwören, er sei im Raum gewesen, als der Schuss fiel. Aber das stützt meine Schlussfolgerungen. Richard ist Schauspieler und jeder schwört, Grimble sei im Saal gewesen. Zwar hatte ich einen anderen Ablauf vor Augen, aber Holmes, Sie müssen zugeben, unsere Schlüsse stimmen überein. Überdies ähneln sich beide Verdächtige in Größe und Auftreten. Ihre Theorie unterstellt, dass Grimble ein ausgezeichneter Schütze ist, was nicht stimmt. Sie nimmt ebenso an, dass Sir Bromsby die Veruntreuungen entdeckt hatte, was Grimble ein Motiv lieferte. In Horace Fowlets Haus befand sich jedoch ein unwiderlegbarer Beweis, dass weder Grimble noch Richards schuldig waren, das Kissen. Aber in Horace Fowlets Haus gab es kein Kissen. Nichtsdestotrotz besaß er eins und benutzte es auch. Als ich in seinem Haus ankam, glaubte ich ihn bereits tot. Deshalb war die Nachricht seiner überhasteten Abreise keine Überraschung. Die Beweise in seinem Haus und die Aussage seines Nachbarn ließen auf Folgendes schließen. Am Abend seines Todes hatte Mr. Fowlett Besuch von einem Mann, der ihm exotischen Tand verkaufen wollte. Während dieser Mann Mr. Fowlett ablenkte, schlich sich ein zweiter Mann in das Haus und versuchte, den Safe zu öffnen. Dieses Individuum kannte sich im Haus aus und wusste, wo der Safe zu suchen war. Als er ihn nicht öffnen konnte, wurde er wahrscheinlich so wütend, dass er Mr. Fowlett ermordete. Dieses Individuum, Miss Bromsby, war ihr Cousin Wyatt Collins, der unter dem Namen Johansen nach England zurückgekehrt war. Und was hat es mit dem Kissen auf sich? Fowlets Kissen war verschwunden. Dr. Watson entdeckte später in dem Zugabteil, dass der Mann benutzte, der sich für Fowlett ausgab, eine Feder dieses Kissens. Aber warum nahm der Betrüger das Kissen mit und warum fiel es dem Bahnhofsvorsteher nicht auf?
Mr. Fowlett war klein, aber wohlbeleibt. Um ihn zu imitieren, benutzte der Mann das Kissen, um das Erscheinungsbild eines korpulenteren Mannes nachzuahmen. Es gibt keine andere Erklärung. Dieser Mann war schlanker als Mr. Fowlett, Mr. Grimble oder Mr. Richards. Wer, Holmes, hat dann Sir Bromsby ermordet? Und aus welchem Grund? Wenn man es mit mehreren Morden zu tun hat, Lestrade, gibt es fast immer zwei Hauptmotive, Rache und Gier. Wyatt Collins' Gegenwart in Fowletts Haus sagt uns, dass das Motiv etwas mit Bromsbys Wohlstand zu tun hatte. Er war aus genau einem Grund dort. Er wollte Bromsbys letzten Willen stehlen, sodass er wenigstens einen Teil des Vermögens erben würde. Wenn sein Onkel gestorben wäre, ohne dass ein Testament aufzufinden wäre, hätte er nach englischem Gesetz ein Anrecht auf einen Erbanteil. Aber wenn mein Cousin in seinem Vorhaben scheiterte und der Beweis meinen Namen reinwäscht, obwohl ich Erbin bin, warum wurden mein Vater und mein Cousin dann ermordet? Außerdem werde ich morgen meine Verlobung bekannt geben und bald vermählt sein. Warten Sie mal, Holmes. In Ihrer Argumentation steckt ein Fehler. Es gibt nur einen Schlüssel für die Tür der Zementfabrik und unseres Wissens hatte Grimble ihn in seinem Besitz. Deshalb muss er direkt in den Mord an Johansen, ich meine Collins, verwickelt sein. Ist das wahr, Lestrade? Mr. Richards sagte mir, dass es einen zweiten Schlüssel gäbe, der aber verschwunden sei. Und haben Sie den Mord an dem Kellner Hunter vergessen? Ein junger Mann ohne Vorstrafen, dessen einzige Interessen Malen und Blumen waren. Warum wurde er kaltblütig ermordet? Und warum gab es kein Anzeichen gewaltsamen Eindringens in seine Wohnung und keinen Diebstahl? Ganz einfach, er musste sterben, weil er anwesend war, als ihr Vater ermordet wurde. Aber warum Hunter? Was hat er gesehen oder gehört? Und vor allem, wie kam er in den Besitz des silbernen Ohrrings von Miss Veronica Davenport, der Hauptdarstellerin des Fairfax-Theaters und Dwight Richards Mätresse? Ich ertrage das nicht länger. Ich bin ganz benommen. Würden Sie bitte endlich enthüllen, wer meinen Vater ermordete? Der Mörder? Er wird gleich bei uns sein. Ich verstehe Ihre Ungläubigkeit, aber es war mir nie ernster. Sie müssen wissen, dass die erste Person, die dieses Zimmer betritt, der Mörder Ihres Vaters ist, Miss Bromsby. Und ich werde unwiderlegbare Beweise für seine Schuld erbringen. Guten Tag, Gentlemen. Dass Sie London verließen, war eine weise Wahl. Der Nebel dort ist unerträglich. Aber Lavinia, meine Liebste, was ist denn? Sie weiß es. Aber wie... Ich meine, was denn? Was weiß sie? Ich verstehe nicht. Wovon reden Sie denn nur? Oh doch, Sie verstehen sehr gut, Mr. Harrington, und Sie auch, Spencer. Oder sollte ich Mr. Jeffreys sagen? Erklären Sie sich, Mr. Holmes. Was für ein unglaubliches Missverständnis. Ich habe Miss Bromsby soeben die Wahrheit über den Mörder Ihres Vaters enthüllt. Aber ich kann die Geschichte gerne noch einmal von Anfang an erzählen. Es begann vor mehreren Jahren. Mr. Bromsby zwingt seinen Neffen Wyatt Collins, England zu verlassen und nach Südamerika zu gehen. Sein Hass wird von der Undankbarkeit geschürt, die er bei Sir Bromsby bemerkt. Wurde die Karriere seines Onkels nicht mit dem Geld seiner Mutter finanziert? Collins glaubt, Melvin Bromsby hätte ihm auf ewig dankbar zu sein und wäre somit verpflichtet, seinen Lebensstil zu finanzieren und ihm alle Wünsche zu erfüllen. Das wäre also unser erster Täter, Wyatt Collins. Dann haben wir Sie, Mr. Harrington. Sie waren auf der Militärakademie ein glänzender Student und hervorragender Schütze, nicht wahr? Sie waren die einzige Person beim Empfang, die geübt genug war, mit diesem einen Schuss Sir Bromsbys Leben beenden zu können. Während meiner Untersuchungen erfuhr ich, dass ehemalige Offiziere der Armee Ihrer Majestät gerne für administrative Posten angeworben werden. Sie verließen Indien und gingen nach Brasilien, wo sie den Posten des Gefängnisdirektors von Guacayamo bekleideten. Versuchen Sie nicht, Ihre Anwesenheit dort zu bestreiten. Die Fotos in Ihrer Jagdmappe hätten nirgendwo anders als in Guacayamo aufgenommen werden können. Somit haben wir jetzt unseren zweiten Täter, Lieutenant Harrington. Mr. Jeffreys. Ihre Ankunft in Guacayamo setzte die Dinge in Bewegung. Die Theatertruppe war als Teil ihrer Welttournee nach Brasilien gekommen. Sie hatten eine Liaison mit der schönen Veronica Davenport und empfanden eine leidenschaftliche, aber besitzergreifende Liebe für sie. Jedoch teilte Miss Davenport ihre Zuneigung nicht. Tatsächlich hatte sie vor ihrer Ankunft in Guacayamo mehrfach versucht, die Affäre zu beenden. Es scheint, sie liebte Dwight Richards von ganzem Herzen und hätte ihn nie verlassen. Nach ihrer Ankunft frequentierten sie die unzüchtigeren Orte der Stadt. Dort trafen sie erstmals auf Lieutenant Harrington, mit dem sie sich sogleich anfreundeten. Scheinbar schweißen Langeweile und Herzschmerz gewisse Leute zusammen. Angestachelt von Alkohol und Kummer töteten sie nach der Aufführung Miss Davenport, weil sie ihre Liebe verschmäht hatte.
Sodann flohen sie zu ihrem neu gewonnenen Freund, dem Gefängnisdirektor, um ihr Verbrechen zu gestehen und um Hilfe zu bitten. In einer Geste der Freundschaft half er bei der Beseitigung der Leiche und lenkte den Verdacht auf ihren Rivalen, Dwight Richards. Danach tauchten sie unter und ließen die anderen in dem Glauben, sie seien ermordet worden oder einfach verschollen. Sie hielten sich versteckt, bis die anderen fort waren und müssen Miss Davenports Ohrring als eine Art makabres Andenken behalten haben. Zweifelsohne behielten sie nicht nur den Schlüssel des Fairfax-Theaters, sondern auch die des Aston-Theaters, in dem sie einige Jahre zuvor beschäftigt waren. Somit haben wir unseren dritten Täter, Mr. Jeffries. Für unser Trio war das Leben in Brasilien schwierig. Mr. Jeffries ging kaum aus. Mr. Harringtons Männer redeten hinter seinem Rücken über ihn und Mr. Collins' Geldmittel waren unzulänglich. Eines Abends erwähnte Collins seine Cousine, die in wenigen Monaten das Mädchenpensionat verlassen und nach England zurückkehren sollte. Sie war zudem Alleinerbin eines der größten Vermögen in England. Man stelle sich die drei Männer vor, wie sie sich berauscht vom Alkohol über diesen Reichtum ausließen, der eines Tages an ein zierliches Mädchen fallen würde. Ein schrecklicher Plan wurde geschmiedet. Einige Tage später fuhren sie nach England, zwei von ihnen mit gefälschten Papieren, entschlossen, einen Teil des Erbes, wenn nicht das Ganze, zu ergaunern. Unglaublich! Ja, unglaublich und entsetzlich wahr. Zuerst bestand ihr Plan darin, ein Testament zu fälschen oder das Original zu zerstören, damit Mr. Collins einen Teil des Vermögens erhalten würde. Dies sollte bald geschehen, da sie Sir Bromsby auf dem Geburtstagsempfang seiner Tochter ermorden würden. Es war äußerst wichtig, dass Collins mit falschen Papieren einreiste, damit weder sein Onkel noch die Behörden von seiner Gegenwart in England wussten. Dies würde jeden Verdacht bezüglich des Todes seines Onkels von ihm ablenken, wenn er käme, sein Erbe einzufordern. Schnell setzten sie ihre Pläne in die Tat um. Mr. Jeffries ließ sich in der Verkleidung eines eleganten französischen Oberkellners einstellen und kundschaftete das Haus aus. Mr. Harrington, der Attentäter, würde eine Person mit extrem schlechtem Sehvermögen zum Empfang begleiten, sodass der falsche Mr. Harrington nicht in Frage gestellt würde. Als Oberkellner hatte Jeffries die Möglichkeit, die Gästeliste ausgiebig zu studieren. Er brachte schnell in Erfahrung, dass zwei der Gäste, Miss Roundtree und Colonel Patterson, sowohl schlecht sehen konnten, als auch allein kommen würden. Lieutenant Harrington war in den Tagen vor dem Empfang äußerst beschäftigt. Er umwarb Miss Roundtree mit großer Hingabe und freundete sich schnell mit dem Colonel an. Er hoffte, sich so eine oder sogar zwei Einladungen zum Empfang zu sichern. Ihr Erscheinen als Gast des Colonels war ihr erster Fehler, Harrington. Ist es glaubwürdig, dass ein junger Offizier, der die Armee verließ, weil er Hass gegen jegliche militärische Autorität hegte, sich leicht mit einem Mann anfreunden würde, der all das verkörpert, was er verabscheut? Aber ihre Bemühungen trugen Früchte und sie erhielten ihre Einladung. Mr. Jeffries trug als Oberkellner dafür Sorge, dass die Tische und Tischdecken so arrangiert wurden, dass es in ihre Pläne passte. Alsdann besorgte sich Mr. Jeffries eine Verkleidung für seine Rolle als falscher Lieutenant Harrington. Er erinnerte sich, dass es im Fundus des Fairfax-Theaters eine Offiziersuniform, ähnlich der Lieutenant Harringtons, und eine rote Perücke gab, die sich mit der Haarfarbe des Lieutenants deckte. Er erfuhr, dass die Theatertruppe nun im alten Aston-Theater auftrat, zu dem er noch immer den Schlüssel hatte. Deshalb war es für ihn ein leichtes, diese Dinge für die Maskerade zu beschaffen. Nun fehlte ihnen nur noch das Testament, das laut Collins in Fowlett's Safe aufbewahrt wurde. Ihr Plan bestand darin, diese Dokumente vor dem Mord an Sir Bromsby zu entwenden, sodass sich Fowlett ihrer Abwesenheit nicht bewusst wäre, bis es zu spät sein würde. Aber alles verlief zu ihren Ungunsten. Während Mr. Jeffries versuchte, Mr. Fowlett abzulenken, muss dieser durch ein Geräusch alarmiert worden sein, als Collins vergebens versuchte, den Safe zu öffnen. Collins zögerte daraufhin nicht, Fowlett auf der Stelle zu ermorden. Die zwei Verschwörer verließen sodann in einer Weise das Haus, dass Zeugen glaubten, sie hätten Fowlett weggehen sehen. Nun mussten sie einen anderen Weg finden, an das Geld zu kommen, da Sir Bromsby Collins zweifelsohne zugunsten seiner Tochter enterbt hatte. So beschlossen sie, das Geld seiner Tochter, einer naiven und verwundbaren jungen Dame, zu entwenden. Am Tag des Empfangs traf Mr. Harrington zusammen mit dem Colonel und Jeffries ein, der als sein Diener Spencer verkleidet war. Mit der Aussicht auf Whisky sicherte sich Jeffries die unwissentliche Unterstützung zweier anderer Diener und bezog Stellung am Dienstboteneingang. Er wettete, dass er zwei oder drei gute Flaschen Alkohol aus der Küche stibitzen könnte, wenn seine Begleiter ihn decken würden. Was danach passierte, habe ich bereits erklärt.
Nach dem Schuss entwendete er zwei Flaschen exzellenten Whiskys. Nur ein Kenner hätte diese beiden Flaschen den anderen vorgezogen, und Mr. Jeffries war dereinst in einem der luxuriösesten Hotels in Frankreich angestellt. Nach seiner Rückkehr erstattete er den anderen Dienern Bericht, richtete sein Haar und verließ das Gut. Es war dem versprochenen Alkohol und seinem erschrockenen Gesichtsausdruck zu verdanken, dass die beiden Männer ihm ein Alibi lieferten. Seine wahre Rolle konnten sie nicht gewusst haben. Das einzige Problem der Verschwörer war der Kellner Simon Hunter. Im Gegensatz zum Colonel hatte er ein scharfes Auge und erkannte, dass der Mann, der behauptete, zur Tatzeit in der Nähe der Bar gewesen zu sein, gelogen hatte. Er machte Mr. Harrington gegenüber einige Andeutungen diesbezüglich und hatte höchstwahrscheinlich Erpressung im Sinn. Da die Komplizen unter Geldmangel litten, gaben sie Miss Davenports Ohrring als Sicherheit und versicherten, bald mit dem geforderten Geld zurück zu sein. Als Lieutenant Harrington uns an diesem Abend in London besuchte, kam er just von Simon Hunter zurück. Hunter hatte Harrington erzählt, dass der Ohrring verpfändet worden sei und er den Namen des Pfandleihers nur enthüllen würde, wenn Harrington ihm sein Geld gebe. Mr. Harrington ermordete Hunter kaltblütig und der Ohrring war verloren. Am Morgen des gleichen Tages lockte Jeffries Collins unter dem Vorwand zur Zementfabrik, Beweise gegen Grimble fälschen zu wollen. Sie brauchten Collins nicht länger, um an das Bromsby-Vermögen zu gelangen. Mr. Harrington würde sich mit der jungen Erbin vermählen, die ein verfrühter und gewaltsamer Tod ereilen würde, so dass sie das ganze Geld für sich hätten. Deshalb ermordete Mr. Jeffries Collins und stellte sicher, dass seine Leiche kaum zu identifizieren sein würde. Falls man ihn doch identifizierte, würde es ihre Pläne nicht beeinflussen, da sie die Leiche in der Zementfabrik ließen, was ihrer Meinung nach den Verdacht auf Grimble lenken würde. Als Mr. Harrington uns besuchte, erfuhr er, dass wir Collins dicht auf den Fersen waren und seine Spur bis zur Fabrik zurückverfolgt hatten. Er nahm an, dass wir innerhalb einer Stunde dorthin aufbrechen würden und verließ uns schnell, um mit seinem Komplizen einen Plan zu schmieden. Aus seiner Zeit am Fairfax-Theater kannte Jeffries einen Asiaten mit fragwürdigen Talenten, der keine offensichtliche Verbindung zu diesem Fall hatte und uns deshalb angreifen konnte, ohne den Verdacht auf sie zu lenken. Wir entkamen dem Angriff und von diesem Moment an war ich von Lieutenant Harringtons Verwicklung in den Fall überzeugt. Der letzte Beweis wurde mir im Lager des Landstreichers enthüllt. Mr. Jeffries hatte in der Vergangenheit England bereist und dachte vielleicht, er könnte Collins im Wald nahe der Abtei von Richmond verstecken. An eben dem Tag, an dem auch ich dort war, hatte er versucht, alle Beweise bezüglich des Mordes an Collins zu vernichten. Glücklicherweise war es ihm nicht geglückt. Scheinbar hatte Collins den Mord an ihm geahnt und seinen Komplizen eine kleine Überraschung hinterlassen. Sie hätte leicht übersehen werden können, wenn nicht jemand alles gründlich untersucht hätte. Aber das sind doch bloße Märchen, um uns einzuschläfern, Mr. Holmes. Lavinia, du schenkst diesen verrückten Anschuldigungen doch keinen Glauben. Sie haben keinerlei Grundlage. Welche Beweise haben Sie dafür? Keine. Glauben Sie, was Sie wollen, Mr. Harrington. Ich möchte Sie warnen, dass Mr. Collins einen handgeschriebenen Brief hinterließ, der Ihren und Mr. Jeffries Namen beinhaltet und Sie beide des gemeinschaftlichen Mordes an seinem Onkel beschuldigt. In diesem Moment durchsuchen Inspektor Lestrades Männer Ihre Zimmer. Sie werden Beweise finden, die, wenn sie den Anschuldigungen in diesem Brief hinzugefügt werden, ihre Schuld außer Zweifel lassen werden. Die Cheripaki-Zigarren, ihre Jagdmappe, sowie eine Feder aus dem Kissen, das aus Horace Fowlets Haus gestohlen wurde. Diese Gegenstände werden meine Schlussfolgerung untermauern. Wir warten hier nur noch, bis die Beweise eintreffen, und ich versichere Ihnen, unsere Wartezeit wird kurz sein. Bravo, Mr. Holmes, gut gemacht. Nimm bitte meine Entschuldigung an, Lavinia. Ich glaube, unter diesen Umständen wäre es besser, unsere Verlobung aufzuschieben. Mir tut es um deinen Vater leid, aber was soll ich sagen? Es war ein Schuss wert. Wo ist der Ohrring jetzt? Sie werden mir sagen, wo er ist. Wenn Sie mir nicht sofort sagen, wo der Ohrring ist, wird niemand diesen Raum lebend verlassen. Verstehen Sie nicht? Sie werden alle sterben. Sie gehören Ihnen, Lestrade. Ich schlage vor, Sie kehren mit Ihren Männern so schnell wie möglich nach London zurück. Haben Sie Dank, Mr. Grimble, dass Sie sich buchstäblich an meine Anweisungen hielten. Watson, geleiten wir Miss Bromsby in ihre Gemächer. Sie wird jetzt Ruhe brauchen. Holmes, Collins hat doch weder Harrington noch Jeffries in seinem Brief erwähnt. Richtig, Watson. Aber das konnten Sie nicht wissen. Ich habe geblufft und Sie haben mir geglaubt. Und Grimble? Wo kam er so plötzlich her? Sie können nun prahlen, dass einer der einflussreichsten Männer Englands Ihnen als Kutscher gedient hat.
Ich wusste seit meinem Besuch bei Fowlett, dass Grimble nichts mit diesem Verbrechen zu tun hatte. Ich bat ihn, mir bei der Untersuchung zu assistieren, und es geschah auf meinen Wunsch hin, dass er Schritte einleitete, Bromsby Enterprises zu übernehmen. Er verschaffte uns kostbare Zeit, indem er Harrington und Jeffries dazu zwang, abzuwarten, ob Miss Bromsby erben würde. Mit diesem Gefallen ging er ein großes Risiko ein, denn ihr Plan wandte sich sodann gegen ihn. Ich bat ihn ebenso, den Brief zu schicken, der die beiden Mörder von Sherringford Hall weglockte. Ich brauchte einen Moment, um Miss Lavinia alles zu erklären. Es wäre fürchterlich, wenn sie in die Hände der Mörder ihres Vaters gefallen wäre. Von Anfang an war Grimble nur darum besorgt, ihr Erbe zu bewahren. Er hat nicht einmal an ihrer Unschuld gezweifelt. Aber ich dachte, hat er denn nicht diese Gelder veruntreut? Doch, hat er, aber nicht für seinen eigenen Profit. Er tat es einzig und allein, um seinen Freund Bromsby zu schützen. Ein ehemaliger Architekt, ein gewisser Mr. Waters, mit dem er sich gestritten hatte, hatte Sir Bromsby vor dieser Intrige kontaktiert. Waters erfuhr von Captain Lowry, dass Sir Bromsby gewisse Handlungen gegenüber Arbeitern gefördert hatte, die für den Bau der Brücke in Indien eingestellt worden waren. Waters erpresste also Bromsby aus der Ferne. Grimble erhielt die Briefe und schätzte sie als sehr ernst ein. Er kannte seinen jähzornigen Freund nur zu gut und zog es vor, die Erpressungsversuche zu verbergen, da er desaströse Konsequenzen fürchtete. Deshalb tätigte Grimble regelmäßige Zahlungen an Waters im Austausch für sein Schweigen. Leider kam Collins während seiner Beschäftigung in der Zementfabrik hinter dieses Arrangement und drohte, alles zu enthüllen. Grimble konnte nicht zulassen, dass so etwas geschah. Er schaffte es, Collins loszuwerden, indem er ihn zu Fowlett schickte. Durch puren Zufall entdeckte Bromsby dann die Erpressung. Er war verärgert, aber bevor er über seinen nächsten Schritt entscheiden konnte, verstarb Mr. Waters plötzlich und die Erpressung hatte ein Ende. Als Grimble von Waters Tod erfuhr, gestand er Bromsby alles. Er merkte an, dass das bezahlte Geld eine Nichtigkeit verglichen mit Bromsby Enterprises sei und dass dieses Geld nun für andere Zwecke aufgewandt werden könne. Indien hatte sie so reich gemacht und Bromsby fühlte sich schuldig wegen des Leids, das er den für ihn arbeitenden Indern gebracht hatte. Man entschied sich, von nun an monatlich Gelder in eben dieser Höhe an ein Waisenhaus in Bombay zu zahlen, das Sergeant Brahami untersteht. Es ist wahrscheinlich, dass Bromsby beabsichtigte, seine Spenden zu erhöhen und dass dies die wichtige Neuigkeit war, die er beim Empfang seiner Tochter enthüllen wollte. Denn sie war es, die ihm hinsichtlich seines Verhaltens gegenüber den ihm unterstellten Indern harsche Vorwürfe gemacht hatte. Erinnern Sie sich an die Worte dieses Gedichts, die er in seine Notizen geschrieben hatte? Die Undankbaren sterben immer im Elend? In der Tat, Holmes. Aber eine Sache verstehe ich immer noch nicht. Warum baten Sie Lestrade, Richards zu verhaften? Er hatte sich keines Verbrechens schuldig gemacht. Sie aber, Holmes, Sie haben ihn wie einen Mörder behandelt. Ich riet Lestrade, dass es umsichtig sei, Richards in Haft zu nehmen, so dass wir ihn vor Schaden schützen könnten. Mr. Richards ist ein kluger und intelligenter Mann. Er hätte Harrington und Jeffries auf Anhieb erkannt. Wenn er bemerkt hätte, dass Jeffries lebte und dass ich den fehlenden Ohrring besaß, wäre er zu den gleichen Schlüssen wie ich gekommen. Diese Untersuchung hätte sich dann um einen oder zwei Morde mehr kümmern müssen. Ja, ich verstehe. Nun, Watson, Sie scheinen alles zu wissen. Dann sagen Sie mir doch bitte, ob dieses kleine Schreiben dort auf dem Tisch zwei Einladungen für die Oper heute Abend enthält. Wenn dem so ist, werden wir doch noch die Gelegenheit haben, diesen vorzüglichen Sopran zu hören. Nun, was sagen Sie, Watson? Ich würde sagen, der Abspann ist endlich vorbei. Ja, Leute, das war's. Das war das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hat's auch den guten Watson gefallen, der leider ein bisschen weit weg steht jetzt. Ja, war richtig. Na. Mal schauen wir, ob ich ihn auch dazu überreden kann, auch die anderen Teile noch zu machen. Zumindest die, die ich noch nicht schon gemacht habe. Na, wir werden mal sehen. Jedenfalls, das war schon mal eins der ältesten Spiele aus der Sherlock Holmes-Reihe. Die anderen ganz alten, die gehen gar nicht mehr. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Tschüssi!